Kommst du jetzt mit dem M... Kommen die jetzt auch zusammen wieder? Oh Mann, die wollen mich doch echt verackern. Jetzt gehen die echt zusammen. Alter, ich will das Ember haben, was der eine hat. Steht hier oben noch? Da oben steht auch Ember. Oh, ein Ember-Paradies. Da steht auch noch einer doof rum. Warum rennen die jetzt zusammen? Das haben die doch vorhin nicht gemacht. Ich finde das ziemlich gemein. Vor allem, weil der mit dem Ember noch ein bisschen vorgeht. Wenn das der hintere wäre von beiden, dann wäre das ja auch noch okay. Och. So, in der Hoffnung, dass hier jetzt links nicht auch noch einer steht. Doch, da steht natürlich auch noch einer. Pelzen wir dem jetzt hier um. Verarscht mich doch. Verarscht mich doch. Und guckt einen an. 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Nein. Der hat doch tatsächlich dort runter geguckt. Ja, ich brauche mich doch gar nicht mehr. Tötet mich einfach. Ihr seid zu fünf. Wobei hat er mich jetzt beim Wegtragen der Leiche, der hat mich nicht beim Töten gesehen, der hat mich beim Wegtragen der Leiche gesehen. Das heißt, ich hätte das also, guckt euch das an, wie die parallel laufen. Ich hätte das also ruhig machen können. Beziehungsweise ich kann das ruhig wieder machen. Jetzt geht der nicht wieder einen Schritt zurück. Eben wie ich direkt hier rausging, war der erst nochmal einen Schritt zurückgegangen, ne? Der blöde Sack da. Hey, du hast Ember. Ich will dich nicht töten, dann geht das Ember kaputt. Ja, ja, ja. Tschüss. Oh Mann. Das ist also auch die falsche Methode. Ich muss mal wieder ein bisschen bedachter vorgehen, glaube ich. Ich bin in den letzten Folgen einfach zu sehr einfach drauf, durch, Mal abgesehen von dem Weg hier zum Labor hin. Das war ja heikel genug. Ich glaube, wir müssen da wirklich wieder etwas bedachter vorgehen. Aber den einen Typen hier, den kann man ruhig killen. Das haben die ja nur. Oder ich gehe einfach vorbei. Nee, ich kill ihn. Komm. Das haben die ja nur mitgekriegt, als ich den wegtragen wollte. Und jetzt trage ich ihn einfach mal in die Richtung hier. Das war zwar mega dreist, aber ne, es hat geklappt. Hinter dem ist ein Medaillon. Dort grapschen wir uns doch. So. Haben wir das auch. Und wie kriege ich die zwei wieder getrennt? Kann an und für sich genau da. Nee, kann ich nicht. Wenn
ich dem hinter dem Rücken von dem anderen töte. Ich meine, eben habe ich das gemacht. Das hat auf eine gewisse Weise sogar geklappt, ne? Aber probieren wir jetzt nochmal. Was hatte der erst gesehen? Gar nicht. Doch, wenn das Genick knackst. Gut. Es ist eine entdeckte Leiche, ist natürlich kacke, aber wenn der jetzt nicht blöderweise hier runter guckt, und ich behaupte mal, die Chancen sind hoch, dass er nicht hier drunter guckt. Hat sich das Thema erledigt? Was macht denn der da? Shit. It's impossible to find. Hat der da einen Regentanz aufgeführt jetzt oder was? So, dann geh mal deine Patrouille weiter, dann kann ich dir nämlich deinen Ember klauen. Stay alert. Something's so. Und weil ich glaube, dass du mich jetzt gesehen hättest, bist du jetzt blöderweise auch noch tot. Wollte ich ja eigentlich gar nicht. Komm, dich legen wir hier hinter das Brett. So. Jetzt haben wir wieder Ember, sogar gleich zwei Flaschen. Es ist ein Wahnsinn. Einmal speichern, einmal reinhämmern, weitermachen. Mich gerade, soll ich die töten oder soll ich sie leben lassen? Ich könnte ja theoretisch kann ich sie leben lassen. Die sind ja beide so im Tiefschlaf hier. Och, das wollte ich nicht. Ich wollte da dran springen, genau. Und jetzt da dran springen, richtig. Und dann? Ich kann nicht sehen, was da kommt. Und nu? Was habe ich davon, dass ich jetzt hier bin? Nicht. Da kann ich auf die Kisten. Moment mal. Betritt den Hochsicherheitstrakt, stiehl den Röhrenkondensator vor. Wo ist denn der Röhrenkondensator? Den kriege ich nämlich hier gar nicht angezeigt. Alter! Der Sprung war ja wieder. Ja, weil der Sprung in die Hose gegangen ist. Noch einer. Wo kann denn dieser Röhrenkondensator sein, wenn ich den nicht angezeigt kriege? Und warum war dieser Sprung hier wieder in die Hose gegangen? Was war da jetzt gerade? Töten? Warum wurde mir denn da jetzt die Möglichkeit zum Töten angezeigt? Ah. Okay, hier kann ein Klon durch. Hier kann ein Klon durch. Da ist da außerdem einen hier noch einer? Das ist schlecht zu sehen.
monster. That one's my hook there. Alter, hier sind ja richtig viele. I got it. Ja, dass der Klon mir jetzt getötet wurde. Natürlich. Ne? Was habe ich davon, wenn der Klon da drin ist? Weil ich konnte ja jetzt gar nichts sehen. Wo ist der Typ? Ach, der kommt schon wieder gerade, ey. Auch wenn er den einmal gepackt hat, kann ich den Klon nicht mehr töten. Doch, das hat geklappt, das Klon töten. Okay. So. So, jetzt bitte nicht wieder, wenn der Typ da gerade vorkommt, sondern jetzt. So. Kann ich nämlich von hier aus mal gucken. Hä? Und kann nicht töten. Hier ist aber ein Lebenstrank. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber wie komme ich hier hin? Lebt der Klon lang genug, bis der Typ wieder hier ankommt? Wahrscheinlich nicht. Gut Deutsch, statt Ember habe ich jetzt verblasen. Verdammt. Ich hatte jetzt gehofft, dass der Klon da aus der Deckung tötet oder so. Ich habe aber keine Möglichkeit gesehen, hier aufzumachen. Das ist alles ein bisschen... Ey, bin ich blöd, ey. Das gibt's ja wohl gar nicht. Alter. Dafür schicke ich da Klone durch. Ach, jetzt ist hier dann zu... Okay. Alter. Was ist das hier eigentlich für eine Blutlache? Ich habe wieder einen Lebenstrank. So, wo ist der? Weil dem würde ich sagen, räume ich nämlich auch aus deinem Weg. Und dann haben wir vielleicht die Chance, uns hier ein bisschen umzugucken. Das haben die anderen nicht mitgekriegt? Bin ich aber einigermaßen baff. Jetzt bin ich aber echt einigermaßen baff. Die sind allerdings scheiße aufmerksam hier, ne? Das ist unglaublich. So, und jetzt kann ich leider gar nicht sehen, wann ich hier wieder raus kann.